Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom und ihr schaut gerade Hooked Live. Wir wollen wieder mal wieder ein paar Retro-Spiele spielen, Leute, in diesem etwas ungewohnten Setup. Ich weiß, ungewohnt. Hallo. Neue Kameraeinstellung, neuer Blick. Fexifex. Tauft diesen Sessel hier bereits den Senfsessel. Das finde ich sehr schön. Ich will euch eigentlich gerne mal direkt den Ton geben vom Spiel. Wartet einen Moment. Eigentlich müsste der hier sein. Das Ding ist, lieber Chat, das ist jetzt halt ein neuer Setup. Also dieser Stream hier, um überhaupt mal damit anzufangen. Ne? Eigentlich ist der Plan, heute ein paar Retro-Spiele zu spielen, aber auch um diesen Setup hier zu testen. Und was dieser Setup ist, genau, das erkläre ich gleich noch. Aber was ich direkt merke, ist, dass ihr das Spiel nicht hört, richtig? Ihr hört keinerlei Spiel. Das heißt, ich muss das hier wahrscheinlich einfach nur einmal deaktivieren und wieder aktivieren und danach geht's hoffentlich. Weil das sind genauso die Sachen, die vorher im Test funktioniert haben, die jetzt im Live-Test nicht funktionieren und die ich gerne mit euch ausklamüsern möchte. Wieso bekomme ich Giga-Vibes von dem Sessel? Vielleicht, weil es einfach ein Sessel ist. Also ich wollte halt mal ein Setup auch haben, gerade wenn ich so gemütlich Retro-Spiele spiele, und das zu Hause mache, dass ich nicht immer am Desktop sitze. So, aber wir haben immer noch keinen Ton. Ich habe hier gerade Ton, also ich höre das Spiel und wundere mich, warum ihr es dann nicht hört. Liegt das etwa daran, dass ich hier den Dings dran habe? Das kann es aber eigentlich nicht sein. Dann kann ich das hier nämlich mal kurz abnehmen, Chat. Das brauche ich dann gerade nicht. Fexi, ich finde aber schon mal gut, dass du es schon cool findest, auch wenn es gerade nicht funktioniert. Auch wenn wir gerade kein Audio haben. Aber warum habt ihr kein Audio-Chat? Das möchte ich gerne wissen. Weil ihr seht das Spiel. Wartet mal, ich muss mir das mal gerade hier selber auch noch mal parallel anschmeißen. Ihr seht das Spiel gerade. Jetzt kann ich ja doch schon mal ein bisschen über den Setup reden, wenn wir jetzt sowieso schon direkt ins Troubleshooten gehen. Das finde ich natürlich ein bisschen blöd. Hat eigentlich schon jemand das Spiel erkannt? Frage ich mich. So. Weil dann kann ich nämlich direkt nachvollziehen, weil hier kriege ich nämlich auch keinen Ton. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, weil das seht ihr jetzt hier auch, ne? Weil ich habe ein Setup gebaut, lieber Chat, wo das Spiel in einen RGB-SCART-Verteiler reingeht, wo insgesamt 8 RGB-SCART-Eingänge drin sind. Die werden dann gesplittet. Eins davon geht an meinen CRT-Bildschirm, auf dem gerade die Kamera steht. Das heißt, ich sehe das Spiel auf einem CRT und höre es auch über den CRT. Und das andere geht in den Retro-Tink und das wiederum geht in den PC. Und da kommt gerade kein Ton durch. Wisst ihr? Ihr wisst. So, aber der Input ist hier korrekt eingestellt. Eigentlich ist hier alles richtig eingestellt. Und Audio kommt normalerweise auch standardmäßig einfach mit rübergeschoben. Deswegen, das finde ich gerade interessant. Eines der coolen Features daran ist aber auch, dass wir theoretisch sagen können, na gut, okay, das funktioniert nicht. Probieren wir doch einfach mal was anderes. Ich kann das hier einmal kurz ausmachen. Und wir gehen einfach mal in ein N64-Spiel rein. Und das geht on the fly. Guck mal, wie smooth das geht. Das ist doch schon mal cool, oder? Können wir alle feststellen, dass das cool ist? Wenn es jetzt noch Ton hätte. Es war übrigens weder Driver noch Midtown Madness. Hat das echt keiner erkannt von euch, das Spiel? Anhand dieses Bildschirms. Interessant. Weil auch hier, ich kriege jetzt Ton über meinen CRT, aber nicht über den Dings. Wisst ihr was? Ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt groß rumprobieren, ich starte einfach mal den Retro-Tink neu. Hier, Powering off, goodbye. Nicht, dass das einfach so ein simples, okay, wir starten einmal neu, weil wie gesagt, ich habe das ja schon mal getestet, weil das hier ist auch mein Capturing-Setup, also auch wenn ich spiele Capture einfach nur für Videos oder sowas, mache ich das auch hier. Ich mache das genau hier.
Nee, wir haben immer noch keinen Ton, gell? Nee. Cool. Der Absu sagt auch, das ist schon sehr cool und Gustian gibt eine 10 von 10. Aber warum geht denn der Ton jetzt nicht? Mann, ich habe mich so hier drauf gefreut, mal wieder mit euch Retro-Spiele spielen zu können. Im besten Fall auch welche, die ihr hört. Ich meine, wir können auch Robin dazuschalten, der macht uns dann. Nee, nee, nee. Das kann er gut. Das kann er gut. Chat, pass mal auf. Wisst ihr was? Ich krieg jetzt mal einen Blick hier hinter die Kulissen. Was haltet dann davon? Weil ich muss da jetzt eh mal hin, deswegen might as well. Oh, dürft nur nicht auf mein Mikro. Wie ist eigentlich das Mikro-Chat? Klinge ich okay? Dafür könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, weil ich benutze jetzt eines unserer eigentlich Ausweichmikrofone vom Studio. So, ich nehme euch jetzt hier mal kurz hoch, bitte nicht erschrecken. Weil ich will euch nur mal zeigen, wie das hier aussieht. Also bitte nicht über die Kabel meckern, aber das hier ist das Teil, was ich meine. Über das Ding, das geht dann ins Retro-Tink und der geht in den PC, der hier steht. Über das Ding wird das alles gemacht. Ihr müsst einmal kurz, bitte verzeiht, ihr müsst einmal kurz euch eine weiße Wand angucken. Mikro klingt sehr gut, passt auch farblich zum Sessel. Das freut mich sehr zu lesen. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum er hier kein Dings nimmt. Und die eine der Standardmethoden ist einfach mal alles rein und wieder rausstecken. Weil manchmal hilft's. So. Das hier einmal kurz raus, das hier einmal kurz raus und wieder rein. So. Dann mache ich auch meinen HDMI-Switcher einmal aus und wieder an. So. Chat ist Riveting-Content gerade, ne? Ein Elgato No-Signal-Bildschirm und eine weiße Tapete. Dafür habt ihr eingeschaltet. Fairerweise muss man sagen, ich habe euch gewarnt. So, jetzt müsste aber gleich das Spiel wiederkommen. Allerdings nach wie vor ohne Ton. Ich bin so verwirrt, Chat. Okay. Oder nee, wir haben Ton. Wir haben Ton. Sehr lauten Ton. Es tut mir leid, dass das gerade so laut war. Einmal alles raus und wieder reinstecken hat geholfen. Ach, Technik. So, aber dann kann ich ja meinen Kontrollbildschirm hier ausmachen. Und muss ich mir nur jetzt wieder den Ton geben, damit ich das hier auf dem Kopfhörer habe. So. Ach, Chat. So muss das, ne? Ich muss mir immer sagen, bei Mats wäre das nicht anders gelaufen. Das ist okay. Ach, Chat. So. Jetzt will ich ja aber eigentlich nicht Roadstars spielen, weil das ist gerade Roadstars. Roadstars seht ihr eventuell demnächst noch mal ein bisschen mehr. Ob ihr wollt oder nicht. Oh, mir wird gerade der Chat ganz komisch angezeigt. Also bei euch scheint er richtig angezeigt zu werden, aber mir wird er gerade komisch angezeigt. Aber im Zweifel ist mir das sowieso lieber, wenn es so rum ist. So, wie war denn gerade die Lautstärke? War das okay? Mich solltet ihr gut hören, aber war das Spiel jetzt auch okay laut oder war es zu laut? Da könnt ihr mir gerne mal Feedback geben. So, wie gesagt, ich will aber gar nicht Roadstars mit euch spielen. Ich dachte nämlich erstmal. Wir spielen eine Runde. Na, ich sag's euch mal noch nicht. Ihr wusstet ja noch nicht, was es ist. Mal sehen, ab wann ihr es erratet. Oh, jetzt ist das Kamerakabel mir im Bild hier. Es ist halt alles auch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, so wie es aussieht. Passt so erstmal. Bisher ist der Ton gut. Okay. Ton ist supi. Das freut mich sehr, Chat. So, weil der eigentliche Sinn hinter diesem Setup. Kleinen Tick zu laut. Ich glaube, jetzt aber ist das vielleicht wieder.
Obwohl, nee, gib mir einfach mal Feedback, ob es zu laut ist oder zu leise. Aber das ist jetzt ein anderes Spiel. Aber das wird zu laut sein, wa? So, ich weiß nicht, ob's... Also, es war jetzt schon mehrfach im Bild zu sehen. So langsam müsstet ihr wissen, welches Spiel es ist. Chat. Come on. Midnight Club is a good guess. Good guess. Es ist nicht Midnight Club. Der Soundtrack ballert, ja. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, also eigentlich darf ich selber nicht so laut sein. Ich hätte das jetzt auch nur anhand von Details erkannt, wenn überhaupt. Ich habe sogar kein einziges Spiel dieser Reihe gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ey, Mifune! Das ist Roadstars, shut up, Dopsy. So, Roadstar sieht doch genauso aus wie aus dem N64. Das ist in der Tat Project Gotham Racing. Hier, wartet. Das hier. Das habe ich mir neulich geholt für 5 Euro. Bei einem kleinen Laden um die Ecke. Es ist leise, okay. Eher leise, tatsächlich. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt eher zu laut gewesen, aber gut. Ich habe es jetzt nochmal 3 Dezibel lauter gemacht. Falls ihr generell während des Streams irgendwie Tonfeedback habt, bitte einfach Bescheid sagen. So, das habe ich mir neulich mal geholt, weil ich bin ja grundsätzlich Fan von Bizarre Creations, den Machern von diesem Rennspiel, die die Project Gotham-Reihe gemacht haben. Die haben davor ein Spiel gemacht, das haben wir auch schon mal im Stream gespielt. Zu meiner Erschütterung musste ich ja feststellen, dass all diese Streams, die wir gemacht haben, inzwischen schon irgendwie 3 Jahre alt sind. Oh, klingt die Musik bei euch abgehackt? Wartet mal, es kann sein, dass da einmal ein Reset hilft. Das ist mir beim Capture nämlich auch schon mal aufgefallen. Ist es jetzt besser? Könnt ihr mir bestätigen, ob es jetzt besser ist, ob der Ton jetzt besser klingt? Besser klingt hervorragend. Okay, okay. Ja, das ist einer der Nachteile. Isfan, erstmal Dankeschön für das Abo. Das ist einer der Nachteile scheinbar durch dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den verschiedenen Konsolen. Weil am CRT, für mich, wenn ich einfach nur Spieler bin, ich merke da gar keinen Unterschied. Also für mich ist das wirklich, das klang ganz normal. Auch hier auf den Kopfhörern klang gerade ganz normal. Aber die Elgato scheint ein Problem damit zu haben. Also die scheint dann manchmal zu flackern. Deswegen, da muss ich vielleicht ab und zu mal deaktivieren und wieder aktivieren. Jedenfalls, Bizarre Creations, hervorragendes Entwicklerstudio, gibt es ja heute leider nicht mehr in der Form. Die haben davor Metropolitan Street Racer gemacht, MSA. Gerade bei mir ein bisschen leiser machen. Und MSA war schon ein cooles Rennspiel, das war auf der Dreamcast. Und danach haben sie halt unter anderem Blur gemacht. Und Blur ist so ein guter Mario Kart-Klon. Da schwärmen ja Robin und ich regelmäßig von. Und dann haben sie James Bond Bloodstone gemacht, hieß es, glaube ich. Das auch cool-ish ist. Und dann gab es die nicht mehr. Leider, weil Blur war auch ein krasser Misserfolg. Bedauerlicherweise zusammen mit Split Second. Deutlich bessere Tonqualität im Stream. Okay, das freut mich doch sehr. So, und deswegen dachte ich mir, okay, ich wollte immer mal in Project Gotham Racing reinspielen. Und warum nicht zusammen mit euch, Chat? Warum nicht? So, wir nennen uns mal einfach Hooked, würde ich sagen. Hooked. Dann haben wir das nämlich da auch schön. License Plate Gotham. Was kann ich denn da umstellen? Oh, okay. Sind die alle locked? Nee. Kann auch so machen. License Plate Text können wir auch einstellen. Au.
Abo-Chat. Okay, und Helmet-Style. Das ist ja eine krasse Auswahl. ja, weiß-rot. Continue. Es ist alles sehr 2002, das stimmt, ja. Your progress will be automatically saved hardest. Yep. Okay. So, Chat, ich möchte gleich dazu sagen, also ich habe mir hier ein paar andere Spiele noch rausgelegt. Falls wir dann auch was anderes spielen wollen, ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, ich wollte vor allem auch mal den Setup testen und ich gucke gerade mal, es sieht ein bisschen gestaucht aus bei euch. Kann das sein? Ja, weil ich jetzt wieder das hier zurückstellen muss, stimmt. Ach, Chat, sag doch was. Wartet mal, ich muss mal wieder auf meinen Kontrollmonitor gehen. Oder hat das gerade schon jemand von euch gesagt? Falls ja, ist es mir nicht aufgefallen. Es tut mir leid. Ich lasse den Kontrollmonitor bei mir mal an, dass ich sowas direkt sehe. Weil ich habe das so eingestellt, dass ich hier auf 16:9 gehen muss, damit es dann bei euch in 4:3 angezeigt wird. Jetzt hat es das richtige Format. Also spätestens im Spiel selbst wäre es euch, glaube ich, auch aufgefallen, weil die Autos sind dann alle sehr dünn. In so einem Menü ist es so, ja, okay. Mir ist es gerade nur aufgefallen, als ich hier nochmal hingeguckt habe. Kann man in dem Spiel pleite gehen? Das ist eine gute Frage. Lamborghini-Style. So, was ist denn jetzt hier? Game-Demos? View Demos of Xbox Games? Oh, okay, nee, ich will nicht. Das müssen wir uns nachher nochmal angucken. Quick Race, Arcade Race Score, Minimum. Können wir überhaupt auf Deutsch stellen, sag mal? Das ist standardmäßig gerade auf Englisch. Game Settings. Erstmal MPH geht gar nicht. Ach nee, doch, okay. In-Game Map on. Time Attack, Multiplayer Options? Nee, geht nicht. Es kann sein, weil die Konsole bei mir auf Englisch gestellt ist, dass er automatisch dann das Spiel auch auf Englisch stellt. Weil das ist die europäische Version, die ich habe. Und ich glaube, sie soll eigentlich deutsche Bildschirmtexte haben. Ich würde aber mal vermuten, Chat, das ist jetzt nicht so wichtig, oder? Dass das Spiel auf Englisch ist, dürfte, glaube ich, niemanden jetzt so sehr stören. So, was ist denn die Kudos-Challenge? Neue Levels anlocken. Durch 12 Level und 9 verschiedene Herausforderungen. Ist das dann quasi die Kampagne? Weil hier ist es Minimum von Performance Kudos innerhalb eines Zeitlimits, um dann wiederum zum nächsten Level zu kommen. Also es ist auch so eine Art Fortschritt. Ha. Fangen wir doch einfach mal mit Arcade an. Oh, San Francisco. Oh. Ach so, nee, das hier sind die 4 Stufen. Easy ist San Francisco, London, Tokio und New York. Wir müssen mindestens Bronze erreichen in jedem Rennen. Wo können wir uns die Reihenfolge aussuchen? Na komm, wir fangen mal an in San Francisco. Das hat er mir ja gerade schon vorgeschlagen. Jetzt merke ich übrigens, wie ich gerade automatisch auf das falsch gestreckte Kontrollbild gucke, statt auf meinen schönen CRT. Ich merke aber auch, das Spiel ist für euch eine Ecke dunkler, als es sein sollte für mich hier auf dem CRT. Es ist nämlich eine ganze Ecke heller. Wartet mal, vielleicht können wir das ein bisschen zumindest korrigieren. Lass mich mal checken. Ist dann zwar nur so im Nachhinein korrigiert, aber vielleicht hilft das ja schon ein bisschen. Oh, nee. Nee, das sieht scheiße aus, ne? Das sieht blöd aus. Nee, nicht irgendwo hier Farbkorrektur, müsste doch eigentlich Gamma ein bisschen hochstellen. Findet ihr es so besser? Ist nur subtil, aber können noch ein bisschen mehr geben. Dann lieber dunkler. Aber das hier ist doch okay, oder? Weil das ist jetzt einfach nur Gamma, das ist nicht einfach nur die Helligkeit. Weil ihr merkt ja auch, wie hell mein Kamerabild ist im Vergleich zu dem, was ihr da drüben seht. Und wenn ich jetzt... Ich frage mich, ob ich euch das zeigen kann auf der Kamera.
Kann ich ja mal probieren, Chat. Weil dann kann ich euch mal, ich muss, vielleicht seht ihr dann mal meine Perspektive. Weil das ist alles ein bisschen wild gerade. So, ich muss immer gucken, wie weit ich hier das Ding mitnehmen kann. So, warte, Chat. Wie viel Leeway haben wir hier? So, seht ihr, ich zoome mal kurz raus. Das hier ist das, was ich sehe, der CRT, der flimmert gerade leider. Hier habe ich gerade als Kontrolle das, was ihr seht. Und da seid ihr. Und da sehe ich es auch nochmal. Aber hier seht ihr eigentlich schon ganz gut, ihr seht ja, dass das einfach ein helleres Bild ist gerade als das. Und ich merke es auch, wenn ich auf den Kontrollbildschirm gucke. Das ist übrigens ein Bang & Olufsen MX4000. Sehr schöner CRT, kann ich sehr empfehlen. So. Oh, jetzt sind wir zu weit rausgezoomt. So. Jetzt hängen mir 20 Kabel vor dem Bildschirm. Wartet kurz. Ist alles genauso, wie ich es geplant habe. Ich will nichts hören. So. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht erdrossel mit meinem... mit meinem Kabel. So. Chat, ich hoffe, ihr habt diesen Einblick genossen. Und jetzt können wir mal anfangen zu fahren, beziehungsweise eigentlich müssen wir erstmal uns ein Auto aussuchen. Habt ihr einen Favoriten, Chat? Wir haben scheinbar nur die drei zur Auswahl. Sagt mal was. SLK, MR2 Spider. Oder ein Mini Cooper. Mini Cooper hat fast perfektes Handling. Spider hat ein bisschen weniger Beschleunigung und ein bisschen weniger Handling. Und auch nicht wirklich mehr Top Speed, dieser Anzeige nach zu urteilen. Ja, und der hier ist noch mehr ausgeglichen. Mini natürlich. SLK Mini Mini. Oh, da scheint der Mini sehr zu überwiegen. Mini, ja, okay, Chat, ist ja gut. Darf ich mir die Farbe aussuchen oder habt ihr da auch Präferenzen, Chat? Wir haben grün, wir haben rot, wir haben blau, schwarz, weiß. Eigentlich würde gelb passen, oder? Passend zu meinem schönen Sessel hier. Oh, es geht sogar noch weiter. Unlocked, oh! Cool! Oh, wie viele auch? Naja, nee, das war's. Ja, wir machen Sesselgeld, bin ich auch dafür. Schaltung lieber automatisch. So, Chat, jetzt kann's mal losgehen. Als ob du irgendwas aufsuchen dürftest. Dopsy hat auch sofort gelb geschrieben. Ich fühle mich immer so, als ob ich auf Dopsy hören muss. Oh, das ist aber direkt sehr stilsicher, habe ich das Gefühl. So, ich hoffe, die Musik macht auf YouTube dann später nicht so viel Schwierigkeiten. Weil Project Gotham Racing war eins dieser Spiele, bevor die Xbox rauskam. Muss ich da durchfahren? Dass ich in Screenshots gesehen habe und dachte, holy shit, sieht das gut aus. Weil die Xbox war ja wirklich magisch. Ich meine, nichts hat mich so neidisch gemacht wie Jet Set Radio Future, habe ich euch ja schon mal erzählt. Ach, soll ich driften? Was ist denn Handbremse? Ah, okay. Auf A ist Handbremse. Oh, das war fast ein bisschen viel. Da sind wir einfach zum Stehen gekommen. Aber wie smooth das noch ist und wie gut es aussieht, oder? Ist das eigentlich alles, was wir machen? Ich soll eigentlich gerade mehr Tricks machen, oder? Kann das sein? Oh. Ja, ich glaube, ich soll gerade wirklich nicht... Warte mal, das müssen wir mal neu starten. Ich glaube, ich habe das hier falsch verstanden. Könnte die Musik ein Problem werden? Ja, auf YouTube wahrscheinlich. Jetzt hier hoffentlich erstmal nicht.
Also natürlich kann auch auf Twitch sein, dass was im Nachhinein gemutet wird. Oh ja, vor allem, wenn hier einfach Gorillas spielt. Aber wie geil, dass das im Soundtrack drin ist. Warte mal, vielleicht müssen wir das auch einfach mal... Können wir das um... Nein, nein, ah! Wir machen das mal ganz leise, so. Obwohl, Mode, Radio, User Radio, CD... Oh, ich könnte einfach eine CD einlegen, Chat. Das war ja bei mehreren Xbox-Spielen so, gell? Ich mache einfach off. So sehr will ich es dann doch nicht drauf anlegen. Ich wünschte, wir würden in einer Welt leben, in der ich auf sowas gar nicht achten muss und wir einfach ganz problemlos uns das anhören könnten. So, wie soll ich denn hier anfangen? Also er will schon, dass ich rumdrifte, ne? Time extended. Oh, jawohl! Weil da links sehen wir unsere Targets. Okay, ich muss, glaube ich, auch einmal zu Ende fahren, damit ich mir das eher... Weil wir kriegen ja scheinbar auch für andere Sachen... Kudos. Oh, der war gut. Oh, da wären wir fast an die Bande gestoßen, aber war noch alles okay. Einfach nur beherzter Einsatz der Handbremse, Chat. Verzeiht übrigens, dass ich beim Autofahren nicht auf euch achten kann. Ihr wisst, Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden. Die 10 Punkte waren mir wichtig. Cone Gate, ja. Einfach nur durch die Cone Gates zu fahren. Oh, das war's schon. Aber jetzt haben wir wirklich nur Bronze bekommen. Also das hätte man... Da gab es zwar nochmal einen Bonus zum Schluss. Aber da müsste ich wesentlich mehr hin und her driften, oder? Bei den einen CDs kommen Erinnerungen hoch. Ich hatte ein PS2-Tanzmattenspiel, bei dem man eigene CDs einlegen konnte. Und das hat dann die Tänze dazu generiert. Das klingt ja super absurd. Das ist ja wie bei The Bribbon auf der PS1, wo das auch deine Level selber generiert hat, basierend darauf, was du einlegst. Ich finde auch schön, dass Dobsy vorhin Avril Lavigne vorgeschlagen hat. Habe ich leider gerade nicht da als CD, Dobsy, sonst würde ich sofort einlegen. Was habe ich denn für CDs da? Ich könnte, ich habe noch Maxi-CDs von Gorillaz, hatten wir ja gerade, ne? Von Clint Eastwood. Ich habe eine Maxi-CD noch da im Regal von Leb von Big Brother Staffel 1, das Titellied. Nur um euch mal da zu zeigen, wie alt die Audio-CDs sind, die bei mir im Regal stehen. Oh, will ich diesen mickrigen Score aufzeichnen? Na komm, machen wir es mal. So, View Replay, das machen wir jetzt nicht unbedingt. Nur Pagadi. Ja, genau. Ich habe noch Dickes B von Seed. Das könnte ich auch anbieten. Ich glaube aber auch, diese machen uns alle Probleme hier. So, das war jetzt nur 400. Das war sehr schlecht, aber wir fangen ja auch gerade erst an. Wir bleiben beim Cooper. Wir ziehen hier nicht zurück. Erinnert dich an Dragon Card aus Yakuza? Ja, kann ich verstehen. Earn medals based on your Kudos score. Also, aber da hätte ich jetzt nur durch Driften großartig mehr bekommen. Oder auch einfach durchs schneller sein. Was für ein gut aussehendes Spiel das noch ist. Jetzt fehlt uns natürlich ein bisschen die Musik auch in der Inszenierung quasi. Aber es soll uns dann nicht weiter stören. Ich mache hier einfach ein bisschen Slalom-Chat. Mal sehen, was die Kudos davon halten. Halt dann nur so 37, ist halt so, klingt so nach so wenig. Uah.
Oh, das galt als Berührung. Schiebung ist das. Oh! Okay. Ich musste bremsen, weil wenn ich gegen die Wand gekloppt wäre, dann wären uns die Kudos verloren gegangen. So ein dämlicher Satz. Chat, warum können Videospiele nicht einfach wieder so aussehen? Wie kann es denn sein, dass die Videospielgrafik im Jahr 2002 oder wann auch immer das hier war, schon seinen Peak erreicht hat? Verstehe ich gar nicht. Oh, nee. Ich dachte gerade, ich muss nach rechts abbiegen. Oh, was war denn das gerade? War das ein Countdown? Ah. Speedgate. Oh, 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 oh. Doch, ging noch. Ich finde, jedes Spiel würde eigentlich davon profitieren, bei sowas wie Time Extended und Checkpoints, wenn das vorgelesen wird. Ach, shit. Wie bei einem Daytona oder so. Time Extended. Das fehlt mir hier gerade ein bisschen. Oh, krass. Oh, wir sind sogar schon in Zeitbredouille gekommen. Kommen die 550 durch Boni noch? Nee. Zeitbonus war viel zu gering. Also wieder nur Bronze. Ist das PGR? Das ist in der Tat PGR, Mitochondriensalat. Ja, genau, Gustian. You got Boost Power. Wäre das Ridge Racer, hättest du jetzt viel Nitro? Ja. Ich komme noch nicht so ganz ins Game-Feel rein. Also grundsätzlich fährt sich das hervorragend, aber ich würde mal sagen, you gained over 1000 Kudos und haben ein neues Auto bekommen. Naja, komm, wir machen das nochmal in Tokio. Dann kann ich mir mal gucken, was für ein neues Auto wir bekommen haben. Oh, jawohl! Chat, ich glaube, da muss ich gar nicht fragen, ob ihr den fahren wollt. Ich würde sagen, wieder in Gelb. Guckt mal. Das ist kein so schönes Gelb wie das hier, muss ich aber sagen. Das ist eher so grün-gelb. Das geht besser. Lucrezia, dankeschön. Und verzeiht übrigens, falls ich vorhin irgendwie Abos verpasst habe oder sonst irgendwas. Irgendein PGR habe ich damals auf der 360 rauf und runter gespielt. Ja, da habe ich die leider komplett verpasst. Dadurch, dass ich auch erst so spät zur 360 oder generell zur Plattform Xbox gekommen bin, ist die gesamte PGR-Reihe an mir vorbeigegangen. War nur etwas, das ich in Spielemagazinen fand, sah immer super cool aus. Also das erinnert mich jetzt wirklich sehr an Midtown Madness mit einem Beetle durch London und San Francisco. Alter, der ist oh, direkt einen ganzen Zacken schneller. Oh, war das gut, dass wir da jetzt durch sind? Jawohl, guck mal richtig Speed hier. Uah. Da haben wir fast das Ding verpasst. Leider, ich guck dann immer, ich mach dann sowas, guck auf den Counter der Kudos und der ist immer noch so niedrig. Oder sollten wir eigentlich in die Mitte sliden, ne? Ich slide immer eins zu weit. Oh wow, diese kurze Bordsteinkante hat uns nicht die Punkte geraubt. Ist ja regelrecht nett vom Spiel. So, hier nochmal die schnelle Strecke. Und der Drift. Und der Drift. Oh, da haben wir gerade leider viel Speed verloren. Komm, die Silber müssen wir kriegen jetzt. Oder nee, ist wieder nicht genug Zeit, wa? Kriegen 360 für Zeit? Nee, 108. Doch. Hey, wir haben Silber bekommen.
Hat das Spiel noch andere Modi? Das werden wir uns gleich anschauen. Weil es muss ja auch Modi gegen, wo wir mal gegen Gegner fahren. Aber irgendwie interessant, dass das dann direkt hier Arcade Race eins der ersten Sachen ist. So, was ist eine Kudos-Challenge? Jokers owned, Medals gained. 4 Medaillen brauchen wir, um eine Season weiterzubekommen. Aber jetzt kriegen wir erstmal die Introduction. Hot Lap Single. Wir sollen. Target ist 33 Sekunden. Ist das auch wieder einfach nur ein Zeitrennen jetzt? Ich bleib mal beim Beetle. Der hat sich ganz gut gefahren. 33 Sekunden, genau, ja. Use a Joker to double your Kudos score. Ja, hier geht wirklich alles um Kudos. Da haben sie ja schon bei MSA mit angefangen, ne? Und bei PGR dachten sie einfach, double down. Jokers auch, und deswegen heißt es Project Gotham Racing, ja. Yep, yep, yep. Retro-Spiele im Retro-Sessel, genau, Aaron. Ich mag den Sessel hier total gern. Das ist so ein Ohrensessel von Ikea. Den habe ich schon, ja, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon irgendwie 5. Nee, lass mich mal drüber nachdenken. Doch, ich müssten 5 Jahre sein. 5 Jahre müsste ich den jetzt haben. Ah, das war zu viel. Aber jetzt geht es ja auch um Zeit, ne? Ich brauche jetzt eigentlich gar nicht so sehr auf Kudos achten. Sondern vielmehr um smoothes Fahren. Ich glaube, jetzt haben wir schon viel zu viel Zeit verloren in der einen Kurve da gerade. Gott, ich wünsche mir so sehr einen Turbo-Button. Aber wir fahren ja 3 Laps. Und wir haben doch das Ziel jetzt schon erreicht, oder? Dann sind ja die... Dann ist ja Arcade und... Ist das dann beides nichts mit Gegnern? Müssen wir dafür echt auf Quick Race gehen? Wobei ich die Challenges mal so einschätzen würde, dass es da dann mehrere gibt. Also irgendwas davon ist doch dann sicherlich auch mit anderen Fahrern. So, das war jetzt bisher die beste Art, wie wir diese Kurve genommen haben. Hier sind wir auch noch gut dabei. Ich versuche jetzt hier mal nicht so viel die Handbremse zu benutzen. Das Spiel sieht so toll aus auf dem CRT, Leute. Das ist halt wirklich etwas, ich wünschte, ich könnte das mit euch teilen. Weil ich habe wirklich schon mal überlegt, packe ich einfach irgendwie eine Kamera auf den CRT, aber das ist ja auch... Das sieht zwar auch cool aus, aber das bringt halt nicht die Faszination rüber. Okay, das war Bronze. Hätten wir einfach mehr Kudos erfahren müssen, oder was? Ach, das ist ein... Ach, das sind die verschiedenen Kategorien. Street Race, One-on-One, Style Challenge. Ja, komm, wir machen mal ein Street Race. Im Beetle natürlich. Ja, Fanabi, schön, dass du das übrigens gerade geschrieben hast. Genau diese Rechnung hatte ich auch. So dieses 5 Jahre, 2015? Nein, ich habe den seit 2019. Mach einfach 2005er Videos mit Filme den CRT direkt mit einer Kamera. Ja, also, wenn man das gut macht, also es gibt ja so Channels wie bei Digital Foundry gibt es Videos oder auch den Lazy Game Reviewer, den ich ja auch sehr gern schaue. Die machen das ja richtig gut, ne? Also wenn du das mit einer guten Kamera machst, dann sieht das ja auch gut aus. Und bringt zumindest so in Ansätzen die Faszination rüber. Das Einzige, was ich euch anbieten kann, Chat, das können wir ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das für euch aussehen wird. Also falls ihr sagt, oh mein Gott, bitte macht das schnell wieder weg, ist, dass wir uns hier ein Preset reinhauen. Zum Beispiel könnte man hier so eine Slot Mask machen. Ich glaube, die ist auch mit das Beste, weil die anderen fand ich immer ein bisschen weird. Wobei das hier sieht auch noch ganz gut aus. Oder einfach Consumer CRT-Style.
Da muss man dann meistens so ein bisschen Gamma boosten hinterher, weil das ja auch das Spiel dunkler macht. So, Chat. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Weil der RetroTINK hat ein paar gute CRT-Filter. Und das seht dann nur wirklich ihr. Ich sehe davon jetzt nichts. Gibt euch das jetzt Retro-Flair oder versendet sich das? Sieht jetzt einfach nur aus wie dreckig. So, aber jetzt haben wir mal andere Leute. Man merkt aber auch, finde ich, immer sehr direkt bei Rennspielen, wenn man die Musik ausmacht, da geht halt viel vom Flair und der Persönlichkeit flöten. Also stellt euch einfach vor, hier steht, hier läuft Gorillaz oder My Chemical Romance oder was auch immer es war. Oder Chemical Brothers. Ich weiß gar nicht, was sie am Anfang mal gespielt haben. Ich glaube Chemical Brothers. Sieht aus wie Lethal Company jetzt. Naja. Ich sehe Punkte. Also bei mir hier auf dem großen Bildschirm sieht das eigentlich ganz cool aus mit dem Filter. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das online bei euch kommt. Meistens ist da ein sauberes Bild am besten. Weil ich kann ja noch mal, wir können ja mal einen anderen ausprobieren. Ich kann ja noch mal den ersten anmachen. Vielleicht funktioniert der besser. Hier die Slot Mask. Aber die ist auch sehr heavy, habe ich das Gefühl. Oh shit! Mich einfach weggerammt. Ja, ist nicht gut für die Bitrate der Filter. Oder andersrum, die Bitrate ist nicht gut für den Filter. Ich versuche nur ansatzweise die Faszination eines CRTs zu übertragen, Chat. Während ich ein schlechtes Rennen fahre. Aber ja, ich kann sie auch gerne wieder ausmachen. Ich kann übrigens hier auch ein bisschen einen Gamma-Boost geben. Das fällt mir gerade auf. So, ich würde aber gerne mal sehen, wie Replays aussehen in dem Spiel. Ja, auf dem Handy siehst du das nicht, Findustrial. Aber jetzt ist es auch aus. Also jetzt solltet ihr auch nichts mehr sehen. Was kann ich denn hier machen? Oh, ich kann vorspulen. Kann mich auf verschiedene Autos konzentrieren. Und scheinbar auch einen Screenshot machen. Ach nee, das ist die Kamera. Siehst du, ich assoziiere diese Taste sofort mit Screenshot. Und dabei ist es einfach nur Kamera. Und das hier ist raus, okay. Aber da gab es ja noch einen roten Button, also wir hätten das vielleicht wahrscheinlich auch speichern können. Okay, das heißt, das sind diese Challenges. Und wenn wir jetzt Multiplayer hatten wir dann auch noch. Und dann hätten wir noch Quick Race. Aber die müssten wir auch erst freischalten. Indem wir Bronze machen in jedem einzelnen Kapitel. Okay, verstehe. Na gut. Ich will mal wissen, was die Game-Demos sind, Chat. Oh. Oh. Non-Interactive Movie. Schade. Amped und Rally Sport Challenge. Ich will mir aber jetzt schon das Video zu Amped angucken, Chat. Dass sie das dann auch einmal als Demos bezeichnen. Ich hoffe, das würde uns ja auch nur irgendwie Probleme bringen, wahrscheinlich. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Auch wenn das keinen so großen Unterschied macht. Amped habe ich nie gespielt, Chat. Hat jemand von euch mal Amped gespielt? Ich habe auch 180 auf dem N64 nie gespielt, muss ich zugeben. Bei diesen Snowboard-Spielen, die habe ich so ein bisschen verpasst. Tony Hawk habe ich damals gespielt, aber früher war das halt alles dasselbe. Maxi, dankeschön. Aber die Snowboard-Spiele ein bisschen verpasst, auch SSX.
leider so ein bisschen verpasst. Dann natürlich mal nachgeholt. Auf der Xbox gibt es das ja im rückwärtskompatibel. So Rally Sport Challenge können wir uns jetzt auch angucken. Ist ein bisschen wie die Demo-Discs-Chat, falls ihr euch erinnert. Oh Mann, das ist so diese Art Trailer. Guckt euch das mal an mit dem, mit der Letterbox und alles bewegt sich. Ich liebe es. Damn. Wir sind halt in den 2000ern so langsam rausgewachsen aus dem, wir schneiden ohne irgendein Konzept einfach nur Gameplay hintereinander zu generischer Elektromucke hin zu tatsächlicher Inszenierung und ein bisschen rockiger. Es ist tatsächlich sehr übersteuert, ne? Ich höre das auch. Ich sehe es auch hier am Audiopegel beim OBS. Das ist halt auch zu Tode komprimiert, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Aber dieses mit dem Code oder den Website-URLs, die dabei runterlaufen, das ist ja hervorragend. See the world. Oh, sideways. Also ich würde mir jetzt gerne Rallye Sport Challenge kaufen. Chat. Auch dieses Menüdesign, ich liebe alles hier dran. Diese Buttons. Warum sind die so oval und angeschrägt? Ich weiß es nicht, Chat. Und es ist ja auch scheinbar ein separates Programm, wirklich, ne? Er muss ja einmal komplett resetten. Das ist nicht übersteuert, das muss so. So, was können wir denn als nächstes spielen, Chat? Pass auf. Wir haben noch ein paar Sachen da. Falls wir auf der Xbox bleiben wollen. Obwohl, wollen wir auf der Xbox bleiben, ist die Frage, Chat. Also ich zeige euch einfach mal, was ich da habe, okay? Also theoretisch habe ich alles da, was bei mir in der Bibliothek ist, weil ich könnte auch einfach aufstehen hinten und ans Regal gehen. Aber ich gebe euch mal eine Auswahl. Das hier schließen wir mal aus. Vielleicht auch da mal so ne, einer der Gründe. Also es gab auch so ein paar private Gründe, aber einer der Gründe, weshalb ich auch weniger so Solo-Streams gemacht habe, weil ich mir ganz oft dachte, das sind eigentlich Spiele, die würde ich gerne bei Time to 3 spielen. Die fände ich eigentlich lustiger, wenn wir sie zu zweit oder zu dritt spielen. Und das ist auch nach wie vor wahr, aber es ist auch so ein bisschen die Realisierung, dass all diese Spiele, die ich so in einer mentalen Liste habe, zu denen werden wir eh nicht kommen bei Time to 3. Und nur weil ich es hier im Stream schon mal hatte, muss es ja auch nicht heißen, dass wir es nicht bei Time to 3 noch spielen können. Weil es gab unter den Kommentaren, ich habe leider vergessen, wo, es müsste ich nochmal raussuchen, es gab einen Vorschlag, ein Spiel, von dem ich noch nie gehört habe. Hier, Chat. Das ist Voodoo Vince. Kennt irgendjemand von euch Voodoo Vince? Das hat jemand irgendwo bei Time to 3 mal in die Kommentare geschrieben und ich dachte mir, was ist das denn? Und hab's dann auf eBay mal gesucht. Und das hat man recht günstig bekommen. Findustrial schreibt, oh! Kennst du Voodoo Vince, Findustrial? Durch ein Nitro Red Video, okay. Danach habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, ob es dazu schon irgendwie Videos gibt oder sowas, aber diese Spiele, die tatsächlich noch niemand gespielt hat, die gibt es ja auch einfach nicht mehr. Irgendwie, es sind wirklich Titel wie dieses hier, höre ich zum ersten Mal von und merke dann, ah ja, hier gibt es schon ein Video-Essay zu mit 4 Millionen Aufrufen. Aber das wäre jedenfalls eine Möglichkeit, Chat, falls wir da mal reingucken wollen. Dann habe ich hier auch sehr random Tuck 2. Tuck ist zurück. Wir haben zwar Tuck 1 nicht gespielt, aber wir können Tuck 2, der Stab der Träume, spielen. Das ist auch Character Design. Da gibt es heute, glaube ich, teilweise mit gutem Grund nicht mehr. So, dann ein Spiel, das ich mir auch gerade erst geholt habe, ist das hier.
Und zwar Alone in the Dark, The New Nightmare für die PlayStation 1. Ich habe hiervon bereits die PC-Version und die Dreamcast-Version. Und dachte mir, hey, warum nicht sich auch mal die PS1-Version angucken? Weil es ist total faszinierend, die Unterschiede dieser, dieser Versionen mitzubekommen. Und für die Dreamcast habe ich noch zwei Kandidaten. Nämlich die hier. The Next Tetris, was ich glaube, wir noch nicht gespielt haben. Und Dynamite Cop, davon haben wir mal die Demo gespielt. So, Chat. Jetzt schreibt mal was. Gebt mir mal Feedback. Was wollt ihr sehen? Welches habt ihr schon wieder vergessen? Welches ist euch im Kopf geblieben? Wo sagt ihr, ich muss wissen, wie dieses Spiel aussieht? Ihr könnt entscheiden. Mifune wollte schon immer mal in New Nightmare reinschauen. Oh, Mordpol, First-Time-Chatter, hallo. Dynamite Cop ist großartig. Das haben wir in einem Dreamcast-Demo-Disc-Stream auch schon festgestellt. Und diese Demo aus dem Stream damals hat mich dazu bewegt, mir auch die Vorversion zu holen. Voodoo Wins, Next Tetris. Okay, jetzt haben wir einfach alle Spiele nochmal genannt. Hab's früher sehr oft gespielt. Ich habe das Gefühl, da kann es nicht viele von gegeben haben, Mordpol, die wirklich Dynamite Cop gespielt haben. Audio ist wieder abgehackt. Oh, das passiert sogar mittendrin. Das ist ja blöd. Deaktivier mal und aktivier mal wieder. Ich hoffe, jetzt geht's wieder, Chat. Aber ich muss hier sowieso mal ausmachen. So, wir hatten jetzt, verzeiht dieses krasse Blau gerade. Das ist einfach der Standardbildschirm vom Retro-Tink. Okay, Mifune sagt auch Voodoo Wins. Ja, komm. Ich glaube, jetzt waren dreimal Voodoo Wins und einmal auch alles andere. Was mich ja grundsätzlich freut, dass ihr die alle interessant findet. Potenziell. Dann spielen wir doch mal eine Runde Voodoo Wins. Was auch immer das ist. So. Dynamite Cop klingt nach einem Trash 80er-Jahre-Actionfilm. Das ist es ja auch so ein bisschen als Spiel. Das ist so ein 2,5D, wobei, nee, nicht immer 2,5D, eigentlich wechselt's. Halt jedenfalls so ein Brawler, aber ein ziemlich cooles Beat'em-up. Oh, das ist gerade extrem leise bei mir. Ich muss einmal kurz, ich deaktiviere und aktiviere nochmal, nur damit wir nicht in unsere Audioprobleme wieder reinkommen. Spüre seinen Schmerz, ist aber auch wild auf der Verpackung, ja, ne? Fühl seinen Schmerz. Hier, falls ihr es nochmal sehen wollt. Das spielen wir jetzt. Und da steht, fühl seinen Schmerz. Eine Voodoo-Puppe kennt keinen Schmerz, steht wiederum hier hinten drauf. Also, so richtig entscheiden konnten sie sich auch nicht. So, das erscheint mir immer noch relativ leise gepegelt. Ich mach's mal ein bisschen lauter für euch und für mich hier auch. Beep Industries sagt mir jetzt tatsächlich auch erstmal nix. Voodoo-Wins. Was zum Teufel? Start New Game. Oh, so ein Banjo-Kazooie-Style oder Rare-Style Menü. Start New Game. Start New Game. Warum gibt's das denn zweimal? Eins davon wird laden sein, nehme ich mal stark an. Oh Gott, da hat er gerade sein Auge. In City, in an old neighborhood, you will find my voodoo shop. Okay, warte mal kurz. Ich würde gerne, kann ich das hier einstellen? Nee. Okay, ich starte das Spiel nochmal neu, Chat, weil ich würde gerne mal die Konsole auf Deutsch stellen. Verzeiht bitte einmal dieses Hin und Her. Aber das würde ich gerne noch machen, weil das wird doch wohl auf Deutsch zu spielen sein. So, wundert euch nicht über dieses extrem echt aussehende Microsoft-Menü.
dass das mal anders aussah, das habt ihr euch nur eingebildet. So, hat man denn die Sprache eingestellt, Chat? Ich bin hier jetzt nicht so oft drin. Language File? Nee. Oder muss ich das im stinknormalen Menü machen? Das kann auch sein. Ich glaube, ich gehe einfach einmal ins normale Menü rein. Ins Dashboard. Sass. Da habe ich einmal Splinter Cell und einen USB-Stick bemüht. Language, there we go. Deutsch. So. Eigentlich müsste ich doch jetzt auch von hier einfach nur die Disk einlegen können, oder? So. Macht er das jetzt, ist die Frage, oder muss ich nochmal neu starten? Nee, er macht's okay. Nintendo schließt gleich den Kanal. Wegen einer Xbox? Da muss ich aber staunen. So, Chat, stay hydrated. Das ist schon irgendwie gut. So als Logo-Animation. Eine gemoddete Nintendo-Konsole habe ich tatsächlich nicht. Also, beziehungsweise, außer sowas zählt wie den Bildschirm vom Gameboy zu modden. So, neues Spielbeginn. Ach, es ist trotzdem englische Sprachausgabe. Buh. Ich habe auf deutsche Sprachausgabe gehofft. So, ist das laut genug? Audio borgt? Oh, wartet. So, sollte jetzt wieder gehen. Dass das mit dem Audio passiert, muss ich mal noch versuchen zu fixen. Das ist ja blöd. He tried and failed many times to get his hands on some zombie dust. One night, he sent some roustabouts to take it by force. Oh. Cosmo's goons had no idea what they were about to unleash. I had to stop those idiots. So, it's Cosmo's henchman. Can't you steal the secret of my zombie dust? You know not. Zombie dust is aber auch gut. There is great danger of. But I was too late. Es hat sehr den Rare-Feel irgendwie. I was trapped and on my way to Cosmo's lair. The zombie dust his goons had unleashed was already beginning to bend and warp reality. Dass Zombie das mal zu Problemen führen würde, hätte ich nie erwartet. Yet I could also sense a new mind in contact with my own. It was Vince. The zombie dust had brought him to life. Sie hatte ihnen schon vorher den Namen Vince gegeben. To be sure. But only Vince can help me now. Ein Held, wie er nur in den frühen 2000ern existieren konnte. Oder von wann auch immer dieses Spiel ist. Vince. I am Madame Charmaine. Your creator. 2003. Find me before it's too late. I am in the clutches of Cosmo the Inscrutable. Ich mag die Musik. Remember, you ist ein bisschen Monkey Island. So many dangerous things will not hurt you. Just beware of evil magic. Aber denke ich wahrscheinlich auch nur wegen der Voodoo Lady gerade dran. Great harm. Gather all the zombie dust you can. Defeat all the monsters you can. Er guckt. Er nimmt gerade nichts davon auf. Okay. Unser Held, Ladies and Gentlemen.
Das Viertel, die Hintertreppe. Spiel wird geladen. Muss an Psychonauts denken? Ja, sehr. Verstehe ich total. Okay, wir haben eine typische 3D-Plattformer-3-Hit-Kombo. Oh, wir haben sofort einen Double Jump. Und einen Ground Pound. Und einen Spiral Attack. Oh, hier werden ja alle Klischees abgedeckt. Was gar nicht böse gemeint ist, Chat. Ich finde auch, es sieht echt toll aus, so. Ist ein schönes Spiel. Achso, das soll mir einfach nur das sagen. Für Sprung A, Doppelsprung nochmal A. Oh, und richtige Spiegel, Chat. Ich sag ja, wir haben damals einfach die Spitze der Videospielgrafik erreicht. Zum Schweben erst springen A und dann L ziehen und halten. Warum auch immer man da ziehen sagt, aber schon. Okay. Oh, wir haben horizontal invertierte Kamerasteuerung. Können wir das ändern? L, R, umkehren. Das müsste das ja sein, oder? Jetzt habe ich natürlich nicht gecheckt, ob oben, unten auch. Oh ne, oben, unten ist nur so ein Zoom. Aber auf jeden Fall ist links und rechts jetzt korrekt, okay. Oder nicht korrekt, aber für mich besser. Zum Rotieren B drücken. Für Kopfsprungangriffe, ja, das haben wir ja gerade alles schon selber rausgefunden. I'm awake! Jawohl. Was sammeln wir denn da ein? Goop? Hast du schon über die Alone in the Dark Spiegel geredet? Nee. Alone in the Dark hat wilde Spiegel. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch gespielt hat. Statistisch gesehen wahrscheinlich nicht. Obwohl das ein echt gutes Spiel ist. Haben wir ja drüber geredet. Gibt's auch eine Review auf Hooked. Aber das hat wilde Spiegel, die einfach... Da siehst du schon dich selbst drin, aber in einer komplett falschen Perspektive. Es ist ganz komisch. Das sah gerade sehr aus, als ob sie ihm wehgetan hat. Okay, use it well. I feel powerful. Oh. Evildoers beware. Okay, let's go. Voodoo Power! Hä? Ist das einfach eine Smart Bomb? Ach, das sind Perlen. Oh, die bleiben aber nicht lange da. Wie er wegschaffelt. Ach, das ist Cosmo. Und schaffelt wieder zurück. Gott, das hätte ich ja damals geliebt. Madame Charmaine must be a fool to think a mere pile of cloth and thread can defeat the likes of me. Hey, Boss, where's the pickles? How are you? What are you doing in my evil vision? I'm just making a sandwich. For crying out loud! Be gone, minion! Where was I? Oh, yeah. Fool! How can you hope to save Madame Charmaine? This is sehr charmant. Awesome power, like... Hey! Why are you looking at me like that? What are you doing?
He knows. Never mess with a voodoo doll, Poindexter. Freaking idiot. Dragging me out on a night like this. Might as well get this show on the road, though. Can't believe they want a 10-inch voodoo doll to go be a hero. Der redet einfach weiter. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir jetzt eine Kamera hätten und er wäre noch gar nicht im Bild gewesen. Das ist ja, das ist sehr sympathisch, finde ich. Aber das muss ja wirklich, also hier steht ja auch drauf, nur für Xbox. Und es wird doch mehr Leuten so gehen, wenn ihr es nicht gerade irgendwie in einem Video auf YouTube gesehen habt, dass das so komplett an allen vorbeiging. Oh, guck mal, hier kann man durch. Action pads like this one allow you to do special things. Context sensitive. Okay, dann haben wir irgendeinen Mixer angeschmissen oder was? Da steht was drauf. Flower, okay. So, was ist, wenn ich jetzt hier reinspringe? Ich kann nicht widerstehen, Chat. Wir sind wieder ganz... I'm okay. Okay. Das war scheinbar auch die Lösung des Rätsels. Ja, ist das bekannt, Dopsy, oder rätst du das jetzt? Weil wundern würde es mich überhaupt nicht, wenn Tim Schäfer sehr großer Fan ist von Voodoo Vince. Da habe ich fast den Namen Voodoo Vince vergessen. Achso, ja, wir brauchen erst den... Mehl. Have faith in your strength, Vince. Pressing Y can make you lift some objects. Well done. Press Y again to drop whatever you carry. Oh, er verneigt sich sogar vor uns. Cute. Guck mal, dass das hier auch ein Gesicht ist mit Zunge. Das ist schon gut. Kräftesymbole setzen neue Voodoo-Kräfte frei. Kräftesymbole? Ach, das hier. Amboss-Hut. Voodoo-Kraft erhalten. Okay. Schöner Beat im Hintergrund. Ich hoffe übrigens, Chat, dass die Lautstärke von dem Spiel gerade okay ist, weil das ist deutlich leiser gepegelt als Project Gotham Racing. Also leiser abgemischt vom Spiel selbst her. Ja, voll gut. Sprecher hatten offensichtlich auch Spaß. Ja, genau, Dopsy. Das ist die Feststellung, oder? Oh, okay, hier haben wir... Hier kann ich die Kamera nicht mehr nach links und rechts machen. Das muss das schlechteste Monster ever sein. First thing I gotta do is wake him up, if I wanna get past. Kannst dieses Feld noch nicht verwenden, okay. Klassische Relaxo-Passage. Lautstärke ist gut. Dankeschön für Industry. Das freut mich natürlich. Ich wünsche, ich könnte, weil das hier als hoch und runter, dass quasi ich nach ganz vorne zoomen muss. Weiß ich nicht. Ich hätte gerne normalere Kamerakontrolle. Oh, und man kann den... Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich den Doppelsprung mache, während ich schon wieder falle, dann geht's nicht mehr. Also ich muss den machen, während er aufsteigt, nicht während er absteigt.
Das ist gerade auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gott, das sieht so strange aus, was man hier aufsammelt. Weiß nicht, das haben wir irgendwie komischen Shader. Ah! Klopft die einfach weg. Ach, das sind One-Ups, okay. Sammeln wir mal einfach ein bisschen. Wir brauchen ja für oben irgendein Item. Und hier wird uns wieder was beigebracht. Voodoo-Puppen können nicht schwimmen. Das dachte ich mir fast. Warte mal, was fangen die uns hier? Beide, um eine Voodoo-Kraft freizusetzen. Soll ich bei dem eine Voodoo-Kraft freisetzen? Ja. Oh. Ach so, weil das jetzt unsere Kraft ist. Das hätte ich natürlich anders machen sollen. So, was habe ich denn hier? Ist das so eine kleine... wie nennt man die? Diese Dingsies halt. Schellen. Damit gehen wir jetzt zu dem großen Viech und wecken das auf. Aber erstmal hole ich mir hier noch das extra Life. So. Hat Robin mit seiner Senfsoße schon mal, Senfhose schon mal in dem Sessel gesessen? Nee. Soweit ich weiß, nicht. Sollte man eigentlich mal ändern, ne? So, damit können wir den doch jetzt hier bestimmt. Jawohl. Oh, oh, oh. Okay, dann muss ich hier bestimmt meine Fähigkeit einsetzen. Ach nee, ich muss hier einfach nur hin. Okay, macht er automatisch. Wurde jetzt einfach weggesappt? What, no cash? Some piggy bank. Ich weiß nicht warum, aber ich find's mega lustig, einen Jump'n'Run-Helden zu haben, der nach einem Boss oder irgendeinem Gegner sagt, what, no cash? Das könnte er wegen mir immer sagen. These gates must fall if your quest is to continue. Oh Gott, wer seid ihr denn? Gas pumps rule this intersection. Be careful. Zwei grimmige Zapfsäulen. To stop you. Wow. Das ist ja super gut. Wie gut das auch aussieht, ne? Komme ich gerade nicht so ganz drauf klar. Is it hot in here or is it just shit. Me? Oh shit. Kann ich mich irgendwie wieder. You'd think a guy made out of cloth could stay lit. Seine Sprüche sind aber auch gut. Ich hoffe, ihr hört die gut genug, Chat. So Mist, jetzt habe ich nicht gewesen, zum Schweben erst springen. Ach so, stimmt, wir können ja schweben. Das Schweben habe ich schon wieder vergessen. Hat leider nicht geklappt. Fallschaden gibt es scheinbar nicht. Ärger mit Monstern. Voodoo-Kräfte nutzen. Wow. Jetzt habe ich das natürlich hier unten gemacht. Clever, wie ich bin. Obwohl, nee, die sind kaputt gegangen. Solange sie so blau aufleuchten, werden sie davon getroffen. Glaube ich. Was bekämpfen wir hier eigentlich, Chat? Sind das Frösche mit Flügeln? Mifune, mir geht's genauso. Jetzt kriegen wir schon wieder eine neue Elektromagnet-Voodoo-Kraft erhalten. Oh, guck mal, wir können uns an den... Oh! Cool. So, kann ich denn... Ach, mit R kann ich schon mal die Kamera... Kann ich denn irgendwie Fähigkeiten wechseln? Beenden, Option fortsetzen. Oh, okay, wir haben eine Ego-Perspektive. Aber nee, ich glaube nicht, dass ich die Fähigkeiten einfach wechseln kann. Rabbit.
Ach, ich vergesse immer, dass sie nicht nach einem Hit tot sind. Was machen wir jetzt? Elektromagnet. Das ist ja großartig. Weil die Fähigkeiten dann auch einfach Gags sind. Das ist voll gut. Das bringt uns jetzt hier leider nichts, ne? Kann ich hier runter? Weil guck mal, da ist doch was. Ach nee, das ist mein Schatten. Okay. Nee, dann soll ich da glaube ich nicht runter. Also Voodoo Vince wurde uns ja auch empfohlen. Mit... Im Sinne von, dass es was Cooles sei. Also es war, glaube ich, von demjenigen, der es empfohlen hat oder die es empfohlen hat, auch ein Favorit. Shiny. Ich müsste aber noch mal gucken, wo genau das war. Das war irgendwo bei Time to 3, glaube ich, neulich im Kontext von Time to 3. Es kann sogar sein, dass es in der Umfrage war, Chat. Oh, my body. Oh, Pidgeys. Pidgey. What's his problem? Ach, kann ich bei denen dann das hier machen? Ach, jetzt habe ich wieder das. Oh, kann ich die anzünden? Muss ich mich selber anzünden und dann zu denen gehen, Chat? Ist das des Rätsels Lösung? Ja, ja. Oh. Also hier kommt Gas raus, aber... noch keine Flamme. Ich muss mich doch garantiert einfach nur anzünden, sagte er als Vorschlag für das Rätsels Lösung. Wie viel Damage macht denn das? Macht das die... Oh, es ist ein bisschen schwer zu zielen damit, weil die Kamera so awkward ist. Ich mag auch tatsächlich die Musik, die hier spielt. Also... voll das gute Spiel. Wer hätte es gedacht, Voodoo Vince, exklusiv auf der Xbox. Das soll mal rückwärtskompatibel werden, falls es das nicht schon ist. Weiß einer von euch, ob Voodoo Vince rückwärtskompatibel ist? Ich glaube nicht, oder? Guck mal, wir haben auch eine... Ach so, hier... Okay, was sollen wir denn nun machen? Sollen wir sie anzünden, oder... Aha! Oh, die haben aber eine sehr schwer nachvollziehbare AE. Ach ne, jetzt bin ich wieder hier, oder? Ne, ist das das, wo wir schon mal waren? Hier geht's aber auch lang? Oh mein Gott. Jetzt wird das Level ein bisschen komplexer. Steps, 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 steps. No, 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 no. Die. Nein, er ist davon... Ach. Hat ein Remaster auf Xbox und PC? 15 Euro auf Steam? Okay, das habe ich noch gar nicht nachgeguckt, Chat. Ich habe mir einfach gebraucht eine Xbox-Version geholt. Weil die auch... Also, ich glaube, hat auch 15 Euro gekostet, Dopsy. Oh, was sind das? Aber wenn es das einfach auf Steam gibt, das ist ja super. Holt euch das. Okay, jetzt sind wir wirklich da, wo wir schon mal waren. Ja, hier oben waren wir doch auch schon. Hier ist noch irgendwas am Rumleuchten, aber ich glaube, das ist nur Atmosphäre. Ärger mit Monstern Voodoo-Kräfte nutzen, hatten wir ja schon. Wir müssen irgendwie an das eine Fahrzeug... Gas in das eine Fahrzeug reinbekommen. Oder halt meiner Vermutung nach immer noch die, das mit den Flammen lösen. Ich weiß halt leider, wenn ich durch die Rohre gehe, nie so richtig, wo ich dann jetzt schon war und wo nicht. Nee, genau, hier kommen wir her.
So, hier haben wir jetzt links und rechts, weil hier geht's dann nach außen. Aber da ist nichts. Aber wir können auch hier rauf. Buh. Und dann sind wir wieder hier. Wo uns aber das Gas... Also, wo das hier einfach nichts macht. Weil no gas. Müssen wir irgendwie das Feuer vom Anfang des Spiels durchs gesamte Level tragen? Ist das vielleicht die Idee? Der Port soll sogar ziemlich gut sein. Sieht jedenfalls hervorragend aus und läuft klasse. 92% positiv auf Steam. Das ist ja wirklich super. Oh, leider nicht auf GOG, das ist wirklich schade. Weil ihr seht ja diese, ne, es gibt ja diese Stellen, wo Gas ausläuft. Die kann ich mir auch nicht nehmen. Hier, jetzt kann ich das nämlich entzünden. Weil ich kriege ja auch gar keinen Damage. Ich bin ja eine Voodoo-Puppe. Jawohl! Jetzt können wir hier unten lang. Und jetzt können wir die hier platt machen. Hey, watch it. Oh, jawohl. It couldn't happen to two nicer guys. Oh mein Gott, die Animation. Und da ist unser Gas. Oh, sie kommen tatsächlich auch wieder runter. I'm gonna kick your butt, Wimp. Das ist ja hervorragend. 73er Metakritik. Hauptkritik damals: zu dunkle Story und schwarzer Humor. Wie er noch weitermacht, ist ja super. You wanna step outside? Guck mal, wir können ihn hier. Watch your back. Das ist ja cool. Hm, out of gas. Falls das übrigens wirklich über die Umfrage vorgeschlagen wurde, kann ich leider keinen Credit geben, die war anonym. Aber falls ihr der oder diejenige wart, die es vorgeschlagen habt, sagt gerne Bescheid. Oh, cool. Ist halt super. Er funktioniert halt irgendwie erstaunlich gut, ne? Es ist ihm so alles egal, aber er ist halt auch nur eine Voodoo-Puppe. Und ich finde, seine Sprüche funktionieren. Mich total erstaunt von. So, ich schätze mal, da kommen wir jetzt einfach ins nächste Level, oder? Guck mal, die Pidgeys hier. Cute. Danger. Flammable Materials. Na gut, gehen wir mal weiter. Mürrischer New Yorker, ja, genau. Cooler Jingle. That Jazzman holds the key to dislodge. The Jazzman. But he will require something from you. Okay. Oh, guckt euch mal dieses große Level an. Wie gut das aussieht. Es ist auch immer sehr interessant. Ich kann ja hier direkt vom CRT auf den regulären Bildschirm gucken, um so ein bisschen zu sehen, wie das dann auch für euch aussieht. Und es ist wirklich krass, was für einen Unterschied einfach nur diese Darstellungstechnologie macht. Weil auf einem CRT wirkt das Spiel überhaupt nicht... irgendwie weich oder großartig pixelig. Es sieht scharf aus. Und das ist ja bei euch jetzt leider nicht so. Oh, shit.
Ich hatte ja auch mal überlegt, ob ich die, ob ich die Streams einfach in 4 zu 3 mache. Also so komplett, sodass man sie problemlos auch auf so alten CRTs gucken kann. Aber das wäre ein Feature für irgendwie 0,3% unserer Zuschauerschaft. Oh, das will der Jazzer doch bestimmt haben. Guck mal. Wir kommen wieder ran. Also wir können schon mal nicht einfach so kaputt machen. Was zum Teufel? Okay, die UFO-Fähigkeit hat auch nichts geholfen. Oh, der hier hat eine Maske. Ach so, die können wir aufheben. Und wir können sie wirklich aufsetzen. Entschuldigung, ich möchte gerne was kaufen. Open from 8 a.m. to 11 a.m. These guys get up pretty early. 8 a.m. Ach so, aktuelle Zeit. Ah, wir müssen die Uhr manipulieren. Okay. These guys get up pretty early. Deswegen haben sie das so gemacht. The Jazz Rooster. Nightly Jam Session. Official Stop on the Aging Monsters of Jazz Tour. Cute. Ja, cool, Chat. Also schaut euch das Spiel auf jeden Fall mal an, wenn es das wirklich auf mehreren Plattformen noch gibt, also auf dem PC. Hier kann ich irgendwas machen, aber nicht hiermit. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Maske gut ist. Aber dadurch hat es dann direkt irgendwie was Adventure-mäßiges. Oh. Oh. Wow, okay, es gibt dann sogar die Möglichkeit, hin und her zu reisen. Kann das wiederum bedeuten, dass mir was aus einem alten Level fehlt? Warum sollte ich jemals einen anderen Angriff benutzen? Schöne Offscreen-Attacke gerade gewesen. Catfish Holes Costume Ball. Contest Tonight. Kurz gelesen, Content Tonight. Hab mich schon gefreut. Anscheinend auch regelmäßig im Sale für unter 4 Euro. Ja, da gibt's doch dann wenig Grund, nicht zuzuschlagen. Ich wünsche, ich könnte einfach Springen gedrückt halten, um zu schweben und müsste nicht L drücken. So, du willst doch bestimmt ein... Excuse me, pal. I'm looking for someone. Tall lady, magical type, tied up. Have you seen her? Museum's got many answers. Might have yours. Who knows? Let you in for a song. A song? Isn't this a science museum? Hey, this is the Big Easy. Come on. I just want somebody to jam with. Ist wirklich krass, wie sehr das Double Fine coded ist, das Spiel. This looks educational. Open from 8 to 11 p.m. Ah, okay, wir müssen das mit mehreren der Läden machen. Au! Ah! Ah! My stuffing! My stuffing! Ah! Die Froschfliegen! Getting angry! I wonder what the view is like from that clock tower. Oh, jetzt sagt er uns sogar schon, wir sollen mal hin zum Uhrenturm. Oh, das war aber knapp. Oh, da ist auch ein Herz. Ich glaube, da komme ich aber nicht hin von hier. Ich finde, er hat voll die schönen Tapsgeräusche. Guck mal, jetzt gehen wir extra in so eine Sidescroller-Perspektive, ganz klassisch. Und hier ist der Apfel. Fürs Pferd. Machen wir das vielleicht mal zuerst, Chat? Bevor wir es vergessen.
Oh, ich kann auch schweben, während ich was in der Hand halte. Finde ich ja super. Oh, jawohl. Kickt es uns dann dagegen? Ja. Yep. Also Fast Travel. Oh mein Gott. Oder wären wir hier gar nicht so weit hochgekommen sonst? Aktuelle Zeit. Oh, nice. Aua! Rude. So, komme ich da jetzt auch so wieder hoch? Nee, ich glaube nicht. Es kann sogar sein, dass ich ein Pferd dafür brauche. Ich staune auch, wie... Das bleibt ja auch einfach flüssig, ne? Also wir sind jetzt zwar nicht im 60-FPS-Territorium, aber es fühlt sich voll gut an. So, wir brauchten wir nicht 20 Uhr noch was? Ne, 11 Uhr noch was war's, ne? Oder? Für das, was wir da in der einen gesehen haben. Oh, shit. Chat, habt ihr noch die genaue Uhrzeit im Kopf? Ich glaube, es war 8 bis 11. Bei dem ersten Laden, den wir gesehen haben. Haha. Fool me once. Okay, never mind. Never mind. Ihr habt nicht gesehen. Ihr habt ja nicht gesehen, Leute. Sind gleich wieder da. So. 8 bis 11. Das war nämlich der eine Laden in der Ecke. Nämlich genau hier bei der Maske, damit wir an die Trompete rankommen. Ja, hat jetzt offen. Ach, das ist cool. Oh. Whoa, tough room. Hä? Warum? Brauche ich die Maske? Wobei sich mir da nicht erschließt sofort, wieso. Ich meine, in einem Pawnshop ist doch einfach nur ein Shop, wo man so an- und verkauft. Gerade gelesen, der Macher vom Spiel hat mit Ron Gilbert dann an Death Bank zusammen das zusammen entwickelt. Okay. Ne, okay, mit der Maske hat das nichts zu tun. Na toll, jetzt haben wir das aufbekommen, aber... Oder ist der Gag-Porn wegen Schachfigur und ich muss so aussehen wie eine Schachfigur? Also wie ein Bauer. Kann das vielleicht sein? Weil das ja auch auf dem Symbol draußen dran ist, wisst ihr? Open from noon to 3 p.m. Oh mein Gott. Two Kung Fu movies for the price of three. Oh, jawohl. Two Kung Fu movies for the price of three. What a steal! Das ist aber wirklich krasse Adventure-Rätselei eigentlich. Na gut, dann gucken wir vielleicht erstmal einen anderen rein. Oh, was haben wir hier noch? Bärenfalle, Voodoo-Kraft. Oh. Oh, seht ihr das Herz, Chat? Das können wir doch machen, oder? Das können wir doch machen. No! Wir wollten ein Herz kriegen und haben stattdessen eins verloren. Ah. The Humanity. Dann will ich aber nochmal hoch, dann machen wir mal 12 bis 15 Uhr, weil ich will das Kino sehen. Falls ich ins Kino rein darf. Die Gegner sind ein bisschen nervig. So, 12 bis... So, müsste ja dann schon reichen. Weil die spawnen ja auch alle sofort wieder, einfach nur so Beschäftigungstherapie-mäßig. So.
Wow, tough room. Okay, es ist bei allem das Gleiche. Habt ihr eine Ahnung? Habt ihr einen Tipp? Fällt euch was ein, was es sein könnte? Warum werden wir denn rausgeschmissen? Tough Room. Weil ich würde jetzt ausgehen, dass das einfach bei allen passiert. Oh, chillt mal. Ah! Nice! Das ist, glaube ich, das, was ich bisher wirklich am wenigsten mag, die Kämpfe. Einfach weil es immer gleich so viele Gegner sind. So spammy. Okay, du bist überall reingekommen, Knurunculus, aber weiß nicht mehr wie. 5 to 8 p.m. Oh, Costume Ball. Costume required. Okay, 17 bis 20 Uhr. Das heißt, dafür haben wir ja die Maske. Vielleicht kriegen wir dann da das fürs nächste. Vielleicht ist das linear. Dann stellen wir mal auf 17 Uhr. Holen uns die Maske, gehen da rein und hoffen, dass wir dann dort was kriegen für was auch immer danach kommt. So. War doch 17 Uhr, oder? Krass, wie man hier oben noch... Oh, nee, das geht nicht mehr. Fallschaden gibt es zum Glück nicht. So, dann schnappen wir uns das mal. Dann wird einem hier Non-Linearität nur suggeriert vielleicht. Das kann sehr gut sein. Das fände ich da ein bisschen schade. Also ist irgendwie seltsam, aber mal gucken. Weil wir kommen jetzt einfach mit irgendwas anderem wieder raus, oder? Freshly minted fake money. Fake money? Dann das fürs... Für was denn? Das würde ja bei allem Sinn machen. Oder brauchen wir das in dem Burlesque-Laden hier hinten? Wofür würdet ihr am ehesten Fake Money sagen? This looks educational. Fürs Kino? Open from 8 to 11 p.m. Einfach im Uhrzeigersinn quasi durch den Platz durch? Da sagt er, this looks educational. Open from noon to 3 p.m. Ach, hier sagt er, hier redet er über den Preis. Dann würde ich schon sagen, wir müssen zum Kino. Weil er da spezifisch Geld erwähnt. So. War 12 bis 15 Uhr, glaube ich. No! Verzeiht, Chat. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ach, okay, das Geld bleibt hier draußen. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Costume Ball. 5 to 8 p.m. Cash prizes. Costume required. So, mal schauen. Klingt gut. Hört sich nach Kung-Fu-Movie an. Okay, jetzt haben wir... There's 2 hours, I'll never get back. Jetzt haben wir gar nichts bekommen. What? Whoa, tough room. Oh... Oder ist das Fake Money jetzt auch weg? Ja. Toll. Das war jetzt ein Minusgeschäft. Muss ich das jetzt nochmal machen, damit wir Geld wieder bekommen? Cash prizes. Costume required. Was ist ein Red Herring? Mein schönes Fake Money.
So, okay, wartet. Dann probieren wir das nochmal mit dem Burlesque-Ding. Weil dann geht das ja vielleicht, dass ich das Geld einfach dann nochmal benutzen kann. Oh, Mifune meinst du für alles andere? Das kann natürlich auch sein. Weil dann ist der Pawnshop doch das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, oder? Weil das gibt mir ja die Trompete, die ich brauche, um weiterzumachen, und der Rest sind dann einfach Gags, nehme ich an. Ich muss aber erstmal nochmal gucken. 8 a.m. bis 11 a.m., okay. 8 bis 11. Das kriegen wir hin, Chat. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir diese Statue da haben. 8 bis 11. Ich hätte andersrum gehen sollen. Obwohl, nee, hätte ich nicht. Ist ja AM. Ich habe bisher gar nicht auf AM und PM geachtet. Haben wir mal Glück gehabt. So. Jetzt holen wir uns die Trompetti. Katsching! Nice. Kann ich sie benutzen? Oh! Ich kann sie wirklich benutzen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hört, aber... nettes Detail. And now we jam. So. Dann können wir das dem jetzt geben. Er versucht zu spielen. Man, wait. Good thing I don't have a nose, cause you stink. What? Müssen wir erst gut werden? Müssen wir erst in der Burlesque Show spielen? This looks educational. Educational? Open from 8 to 11 p.m. Er sagt educational. Wir müssen es erst lernen. Er lernt bei der Burlesque Show Trompete spielen. Die Voodoo-Puppe muss bei der Burlesque Show Trompete spielen lernen, Chat, damit wir an dem Jazzmusiker, damit der mit uns jammt. Ist doch ganz logisch. Eine lustige Mechanik. Ich muss da immer an den einen Cartoon denken, von den Silly Symphonies damals, Chat. Wo die auch an so einem Uhrenturm sind, Goofy, Mickey und Donald. Hey, watch the material. Okay, never mind. Gibt's einen Jazzclub? Gab's einen Jazzclub, Aaron? Sagst du das gerade einfach nur so, oder... Weil hier komme ich scheinbar auch nur wieder mit Money rein. Aber das waren doch alle Geschäfte, oder? Oder brauche ich jetzt quasi wieder Money, um Trompete spielen zu lernen? Weil ich glaube nämlich, das könnte es sein. Und das wäre dann schon ein bisschen nervig, wenn ich mir so oft dieses Fake Money holen könnte. Weil sie hätten es einfach so machen können, dass es da wieder spawnt. Es gab irgendwas mit Jazz? Oh ja, hier. Right. Jazz Rooster. Jazz Club. Live jams from 11 p.m. to 2 a.m. Okay, Chat, never mind, never mind. Wir müssen einfach nur auf 23 Uhr stellen. Ich habe das ja sogar vorhin vorgelesen, aber ich habe das nicht als interaktiven Laden wahrgenommen.
weil ich da das Konzept des Levels noch nicht verstanden hatte. Aber auch wirklich erstaunt, wie... Also, ne, mal abgesehen von so kleineren Schwierigkeiten, vielleicht mit der Kamera oder so. Aber es steuert sich auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir einmal jammen mit den Boys. Und dann sind wir ein hervorragender Jazzspieler. Sehr schön. Like, let's take it, Daddy-o. Yep. Schade, dass ich da nicht so richtig ranzoomen kann. Warte, wenn ich mich vielleicht gegen eine Wand stelle. Ach nee. Ach Mist. Ich hätte gern bessere Kamerakontrolle, aber das ist hervorragend. Ich würde mir das gerne näher angucken. Aber es ist schon dann, also es fällt bisher alles in die Kategorie, dass wenn man aufmerksam ist, das ist sehr lösbar. Look at him. Our boy. Yeah, that was nice. Warms my heart. Me too. Wherever it is. Wherever it is. Now. But watch your step. He's in a bad mood today. Boss? Hey! Gehen wir jetzt zum Boss. Der Knochen-Goliath. Oh, Boss-Level? Green Dino? Oh, just a pile of bones. I wonder where that boss guy is. Er wieder. Hat ihn angelasert. This can't be good. Das ist bestimmt der Zombie Dust. Das ist einfach Resident Evil 6, das sie hier vorweggenommen haben. Definitely not good. Bring the lightning inside, Vince. You must find the zap hat and find a way to bring down the fury of the storm onto yourself. Okay. It will work. Really. Wir müssen uns zappen. Ach, da ist der Zap Hat. So. Und irgendwoher muss jetzt nur ein Blitz kommen. Und irgendwie hilft uns das dann weiter gegen den Knochendino. Wobei popkulturell mir beigebracht wurde, dass Blitze eher dafür sorgen, dass Sachen noch weiterbelebt werden. Eve? Ja, stimmt, das ist auch Parasite Eve. Oh, da ist er! Cool! Ich weiß nicht so ganz, was ich da gerade gemacht habe. Ah! Oh, er hat das wirklich kaputt gemacht. Cool. Okay, wir haben den Schalter noch bewegt. Ich habe aber fast kein Leben mehr. Okay, er kann schon nicht mehr irgendwo hinbeißen, groß. Weil hier schon alles kaputt ist. Muss ich hier einfach wieder runter? Oh no! Oh, ist das gemein! So, blieb das jetzt alles an oder muss ich das normal machen? Auf jeden Fall den Zap-Head nochmal holen.
wie der Schatten auf den... Oh, das ist... Das ist aber auch asozial. Das kommt so schnell. Muss da wirklich aufpassen. Ich hoffe, der kann nicht von hinten kommen. So, okay. Mal diese Peitschengeräusche dabei. Aber ich muss schon hoch, ne? Also. Oder soll ich zu diesem Ball da unten? Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich die Sachen jetzt nochmal aktivieren muss. Oder ich hätte doch den Schalter aktivieren müssen, an dem ich am Ende angekommen bin. Ich bin einfach runtergesprungen, weil ich dachte, ich war einmal am Ende. Also bin ich auch nach wie vor der Meinung, ich bin eigentlich einmal rum gewesen. Kannst du dieses Feld noch nicht verwenden? Wieso denn jetzt noch nicht? Naja, beißt du nur rum. Okay, das geht. Ach, jetzt mache ich das da unten auf. Okay. Ja, ja, ich hätte da einfach nochmal drücken müssen, Chat. Das war dann vorhin tatsächlich meine Schuld. Oh, er geht trotzdem in die Richtung. Wie er... Das heißt, er kann jetzt wirklich von hinter uns kommen? Mit dieser blöden Attacke? Ah! Oder einfach direkt auf uns rauf. Grundsätzlich aber gar nicht so schlechtes Bosskampfsystem für so ein Puzzle-Plattform. Wir haben kein Leben mehr. Okay, nee, da steht immer noch Knochen-Goliath. Ich hatte jetzt wirklich Zweifel, wo genau uns das Spiel als nächstes hinlassen würde. Okay, aber den machen wir noch, Chat. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen ja nur noch einmal rum und die ganzen Schalter drücken und dann wieder runter. Und gut ist... Kann auch nicht so schwer sein. Aber es ist halt ein bisschen cheap, ne? Also, dass man da so instant runtergeschmissen wird. Oh, dass er mir hier auch nochmal einen mitgibt. So, Seitenperspektive, Schalter Nummer 1. Ich muss hier auch eigentlich gar nicht stehen bleiben, das ist gut zu wissen. Are you kidding me? Bin ich in diese eine 3-Pixel-Lücke gesprungen? Es tut mir sehr leid, wie oft ihr diesen dummen Weg jetzt sehen müsst, Chat. Ich dachte, ich könnte das beschleunigen, indem ich da einfach lang springe. Weil diese Lücke da hat uns gerade erwischt. Cool, ne? So, Nummer 2. Und dann den einen hier hinten noch. Eigentlich ein Flugdino noch zusätzlich?
Und jetzt wieder runter. Und noch einmal rum. Nein, 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 nein. Aber das müsste eigentlich nicht so schlimm sein, weil wir holen uns ja nur den... Wir holen uns ja nur den Helm. Oben ist ja jetzt alles fertig. Ah, das ist aber auch... Oh, dieses... Dieser eine Angriff. Sonst ist hier dran nichts schwierig. Ist nur die eine Sache. So. Komm, mach's. Okay. Eigentlich muss man extra langsam sein, damit man das abwarten kann. Aber ich glaube, jetzt haben wir es, Chat. Man macht ihn wirklich kaputt. Oh no! And next time, stay extinct! Say, what's that down there? Fähigkeit? Das gehen wir uns doch direkt mal angucken. Dass da immer noch dieses Viech rumgeflogen ist, das ist uns jetzt wohl egal. Hui. Killerbienen! Die Killerbienen-Voodoo-Kraft! Die zentrale Arena von Roachford. Ist das auch ein Dino? Say, I'm looking for a friend of mine. Nice gal, kinda wise. Sollte das mal Star Fox werden? Well, I might be able to help you given a little incentive. You scratch my shell, I scratch yours. You know what I mean? I hope not. Tell you what, I'm working on a highly complex project here. Very advanced and scientific. Only a gifted inventor like me. Sehr wissenschaftlich. You're building a balloon. Yeah. Looks like you need some cloth for the balloon, a propeller to steer it, and some gas for the burner. Yeah. I'm on it. See you later. And while I'm gone, why don't you invent some breath mints? Schade, ich dachte, die halten das noch ein bisschen. Okay, ist das dann wie so eine Art Hub jetzt, oder was? What you got? Nothing. Das ist sehr schön. Was ist das da rechts oben für eine Gleichung, Chat? Guck mal, Ente durch 2 mal Grill. Ach schön, cool. Ja gut. Ich glaube, an der Stelle würde ich mal Schluss machen für heute, Chat. Das ist ein sehr sympathisches Spiel. Das war Voodoo Wins auf der Xbox. Und das ist scheinbar auch, wie wir rausgefunden haben, auf Steam gibt für 15 Euro, meintet ihr, glaube ich. Und das ist richtig sympathisch. Was für ein cooles Spiel. Davor Project Gotham Racing hat auch Spaß gemacht. Und danke, dass ihr hier dabei wart bei diesem kleinen Retro-Stream / Technik-Test-Stream. Meine Erkenntnisse sind, wenn der Ton am Anfang nicht funktioniert, einfach alles einmal raus und wieder reinstecken. Und wir haben diese Tonprobleme, die manchmal kommen. Also dieses Krisseln oder abgehackt habt ihr es, glaube ich, bezeichnet. Das stört mich bisher noch am meisten. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich dagegen machen kann, weil das ja offensichtlich einfach nur am der Elgato liegt. Weil davon kriege ich eigentlich weder, also bei keinem meiner anderen Ausgabestellen was mit. Aber gut, das muss ich mir nochmal angucken. Ansonsten müssen wir halt ab und zu mal im Stream resetten. Grundsätzlich finde ich aber ganz cool, dass wir so sehr dynamisch eigentlich hin und her switchen können zwischen verschiedenen Konsolen und auch mal sagen können, wir springen von einem Super Nintendo auf einen N64, auf eine PS2, auf die Xbox, auf Saturn,
auf dem GameCube. Das ist theoretisch möglich. Nur muss man vielleicht ab und zu dann das Signal resetten, damit der Ton nicht kaputt ist. Gibt kein Prime-Abo mehr? Doch, müsste es noch geben. Oder? Gibt es kein Prime-Abo mehr? Chat, habe ich was nicht mitbekommen? Ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand. Dopsy, auf jeden Fall danke fürs Links posten. Ihr könnt uns auf Patreon und Steady unterstützen. Das freut uns sehr. Macht Hooked überhaupt erst möglich in dieser Form. Und schaut doch mal auf den anderen Channels vorbei. Hooked Podcast gibt es einen Channel und den Hooked Main Channel. Ich arbeite auch gerade an einem kleinen Video für den Main Channel. Das ist auch quasi fertig. Das ist sehr random. Schaut noch mal ins alte Lamborghini-Video rein, kann ich euch nur sagen, als Hinweis dafür. Das würde helfen. Und das Lamborghini-Video war, finde ich, sehr spaßig, deswegen das lohnt sich. So, das soll es aber für heute erstmal gewesen sein, Chat. Ich bin sehr froh, dass das hier grundsätzlich geklappt hat, weil es ist für mich sehr comfy, so spielen zu können. Und so könnte man theoretisch vielleicht auch mal ein bisschen länger streamen, das weiß ich jetzt nicht. Ich will auch noch nichts ankündigen von wegen an dem und dem Tag irgendwie regelmäßig oder sowas. Ich glaube, das wird erstmal ein bisschen random bleiben. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Aber das hat mir auf jeden Fall erstmal Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe auch in der Aufzeichnung, wann auch immer ihr es da schaut, hat es euch Spaß gemacht. Für heute soll es das gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.